Ja, da sind Leute. Schön, dass ihr auf meinem YouTube-Kanal eingeschaltet habt. Mein Name ist Kalle. Und ich stehe fürchterlich im Stau und fürchterlich im Stress hier, weil ich dachte, ich fahre nochmal zum Feierabendverkehr Richtung Potsdamer Platz, um da wieder so einen Drohnenflug, den muss ich ja in Anführungsstrichen setzen. Und die Ampel wird nicht grün hier, ey, echt. Von meinem uneingeladenen Abo-Treffen erzählen. Also ich war gestern in meinem Club. Also schön, das ist jetzt nicht mein Club, aber in dem Club halt, kann man ja sagen, wie man möchte. Ich sitze also mit den Leuten da. Gestern war zufälligerweise auch meine Mutter mal dabei, weil die gesagt hat, die möchte mal ein paar richtige Rocker kennenlernen, da ich ja kein Rocker bin. Sind wir mal in den Club gefahren, um die richtigen harten Jungs mal kennenzulernen. Und auch mein Vize, Alter, was mache ich denn jetzt hier? Ich wollte noch über die Bahn fahren, aber da wird es wahrscheinlich auch so voll sein. Mit der Husky wäre ich jetzt schon längst hier durchgerödelt schnell. Und worauf ich jetzt eigentlich zu sprechen kommen möchte, ist, dass da jemand gekommen ist, den ich noch gar nicht kannte, den ich auch so, sagen wir mal jetzt, auch nicht eingeladen habe. Komm noch mal dahin, wir machen mal so ein Abo-Treffen. Nee, der kam gestern extra aus den Seelower Höhen. Ich habe mal geguckt, also bis zu mir nach Hause sind es 88 Kilometer. Bis in den Club, sage ich mal, sind es nochmal plus vielleicht 20. Also summa summarum 100 Kilometer ist er einfach mal so zu mir gekommen, um mich da zu besuchen im Club, ohne dass ich gesagt habe, komm doch mal vorbei. Also das muss ich schon mal, Wahnsinn finde ich das, Wahnsinn, die weite Strecke da auf sich zu nehmen. Es hätte auch gut sein können, dass ich gar nicht da bin oder, ja gut, der Club ist jetzt immer mittwochs da. Oder das weiß ich, irgendwas war, das hat alles so gepasst. Ja, der kommt da rein, stellt sich vor. Also es geht um den Andi, ich kann ihn ja namentlich benennen. Ich habe ja die Erlaubnis bekommen und ja, ich dachte erst, der Club will mich da irgendwie veräppeln oder so. Ich war also vollkommen von den Socken. Also dieser Gruß geht an dich, Andi, nur an dich. Toll, dass du gestern, wird sowieso rot, toll, dass du gestern da warst im Club. Das hat mich echt gefreut. Und ja, ich bin immer noch so ein bisschen von den Socken, auch als ich nach Hause gefahren bin, haben wir uns so überlegt, Mensch, so weit zu fahren abends, also ja, ist ja egal eigentlich, wann du so weit fährst, aber das hätte ja auch voll in die Hose gehen können, ne? Dann hätte man da so 100 Kilometer einfach so vor der verschlossenen Tür. Also ein großer Dank an dich, Andi. Toll, 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 echt klasse. Und er hat mir erzählt, dass er auf meine Empfehlung hin die gleiche Karre gekauft hat. Also auch eine 19er, so wie ich das gehört habe. Seine ist jetzt in Schwarz, okay. Meine ist ja nur in so einem ollen Grau, okay. Die hat er jetzt schon umgebaut, so ein paar Seitendeckel, wie ich das so auf Bildern gesehen habe. Die Seitendeckel sind da anders schon. Fußrastenanlage hat er vorverlegt. Ich sage, dann fehlt jetzt bloß noch ein hoher Ape-Lenker, um den da raufzuhauen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich das vorher gewusst oder gleich gewusst, Harley Potsdam hat ja gesagt, wollen wir da nicht gleich einen neuen Lenker drauf machen? Ich sage, naja, nee, ich will erst mal gucken, weil ich wollte ja eigentlich wollte ich ja so ein breites Ding da vorne drauf haben, ne? Aber ich sage, ich probiere erst mal den kleinen, ist ja auch jetzt egal. Jedenfalls werde ich wahrscheinlich mit dem Andi meinem ersten Abo treffen, was nicht angemeldet war. Da kommen wir jetzt also auch zum Thema vielleicht gleich. Ich habe schon andere angesprochen, ob ich mal ein Abo treffen machen will. Und ich
bin immer davon ausgegangen, dass ganz viele Leute ja zu weit weg wohnen, die meisten ja, sagen wir mal, weit weg von außerhalb von Berlin kommen oder noch viel, viel weiter weg halt, ne? Aber ich werde das mal fürs nächste Jahr in Angriff nehmen und würde, ja, bin dann gespannt, wer dann da so kommt. Den Termin kriegt er natürlich rechtzeitig gesagt. Der wird dann wahrscheinlich an der Spinnerbrücke stattfinden. Und ja, da könnte ich sogar, habe ich schon mal gefragt, da könnte ich sogar einen Parkplatz abstecken lassen, nur für mich, und Platz reservieren und alles. Also es geht schon alles, ne? So Leute, ich komme meinem Ziel ein kleines Stück näher, endlich mal wieder ein bisschen fahren hier. Also das ist wirklich keine gute Idee, hier in Berlin während der Berufszeit zu fahren. Ja? Und dann auch noch so eine Strecke, wo man von, ja, ich sag mal, so einen großen Bezirkswechsel machen kann. Das, ja, das ist Wahnsinn. Hier fahre ich also nicht nochmal lang. Ist ja auch jetzt erstmal nur fürs Video hierher. Naja, okay, war noch gelb, sag ich jetzt mal nichts. Beim letzten Video habe ich ja schon gesagt, dass die alle bei Rot drüber fahren. Heute auch schon wieder zweimal mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Die fahren alle bei Rot. Aber egal. Ich fahre ja jetzt zum Potsdamer Platz und wollte euch mal den Potsdamer Platz zeigen. Ob das jetzt so angenommen wird von euch, ja, das weiß ich ja nicht. Dann müsste ich vielleicht die Videos, die ich jetzt schon, ich habe jetzt schon ein Video fertig gemacht habe, noch rausnehmen. Aber das sind 2 Minuten am Schluss, ja. Vielleicht mache ich es auch mal als erstes, nee, dann können die Leute, die es nicht sehen wollen, abschalten. Also, ich muss mal sehen. Dann habe ich festgestellt, wenn man so immer oft hin und her schwenkt, ist das fürchterlich. Auch wenn man nur kurz zur Ampel schaut, nervt es im Bild tierisch, wenn das Bild immer so wandert. Deswegen bleibe ich jetzt mal schön mit dem Kopf da. Ja. Also ich versuche jetzt mal den Potsdamer Platz da ein bisschen einzufangen. Könnte auch den Hauptbahnhof machen. Das wäre jetzt fast gleich das nächste. Ich hatte ja mir letztens mal überlegt, diese CL Motech, ja, das kam halt von meinen Initialien her, und Motech sollte halt für Motorrad und Technik stehen. Und da es Motech schon gibt, den Laden, habe ich mich halt so benannt. Ne? Gibt SW Motech, gibt es schon. Und deshalb habe ich das so genannt. Viele, wenn ich denen das so sage, wissen immer nicht den Namen. Na, Motech, das ist, ja. Ich hatte jetzt mal überlegt über einen anderen Namen. Ich habe ja nun unten in meinem Dings immer Kalle drin stehen. Mein Name ist aber Motech. Ob ich mich nicht einfach mal schlicht und ergreifend nur Kalle nennen soll. Ja, oder Kalle on Tour könnte ich mich ja nennen. Das wäre doch eigentlich am einfachsten, ne? Dann passt das Logo unten, was ich ja alles neu machen musste, weil ich ja diesen Virus hatte. Und da habe ich jetzt mal drüber nachgedacht, über einen neuen Namen. Jetzt erstmal zum Potsdamer Platz. Da gibt es ja so ein ganz bekanntes, wahrscheinlich kennt ihr das schon, so eine Lego-Giraffe. Da wollte ich jetzt eigentlich mal hinfahren und mal schauen, was ich da so aufnehmen kann, ne?